Richtig weird sind die. Warum hat der Typ einen Schwanz auf dem Rücken? Er ist ein Hai. Oder ein Delfin. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Alle Aussie. Okay, Hai mit Stufe 4. Drücke Kreis, um eine Rolle auszuführen. Ach, Fabian meinst du? Ja, wie gesagt, also mit Abstand den schlimmsten finde ich Triton. Bam, Junge! Guckt euch die Moves an! Oh, wer ist denn da hinten? Oh, oh. Muss ich den kaputt machen? Vermutlich nicht, oder? Was sagst du? Hier ist es so laut! Okay, es ist davon auszugehen, dass wir den irgendwie töten müssen können. Wahrscheinlich kriegt man irgendwas, wenn man den getötet hat, ne? Machst du zuerst Story und nachher Farm? Ja, wie immer. Erst Story, dann Farm. Beziehungsweise natürlich, das komplette Ende können wir ja nicht spielen. Aber bis zum Endboss spielen wir. Können wir den mal töten jetzt hier, den Dicken? Nice. Ich dachte, da gibt irgendwas Cooles. Boah, das sind aber ganz schön viele Leute. Muss man ein bisschen aufpassen. Leute, gleich sind wir in der Piratenwelt. Ich hoffe, ihr freut euch. Ist es peinlich, dass ich vorhin noch nie was von dem Spiel gehört habe? Was heißt peinlich nicht, aber... Man kann eigentlich von Kingdom Hearts schon gehört haben, ja. Ja, das haben sie schon echt gut gemacht. Nach dem ersten Teil, muss ich sagen, ist das mit dem Gummijet schon auch echt... Es ist halt nicht nervig, es ist ganz nett, das zu machen. Es spielt sich cool. Also es passt halt wirklich. Hi, bin Stufe 5. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und Falcon Stufe 5 auch. Geil. So, let's do this, Leute. Es wird Zeit, dass wir sagen, ab nach Port Royal. Und ihr wisst, wo Port Royal und was Port Royal ist. This place is kinda different. Das ist wohl wirklich mal was anderes. Willkommen in Port Royal. Wow. Something's up. Organization 13? On the hot list. Only one way to find out. In Port Royal gibt es Rum ohne Grenzen.
unendlich viel rum. Im Fall eines Piratenangriffs zu benutzen, Commodore Norrington. Also für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, wir sind tatsächlich in der Welt von Fluch der Karibik. Man glaubt es kaum. Aber sie haben Fluch der Karibik in Kingdom Hearts eingebaut. Das ist kein Scherz. Carlo. Aztec Treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa! Now I get what you were saying. Well, if you see two doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you. Especially when the moon's showing what you really are. A match for Barbossa, you say? Hey! So guy. I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you, and don't you forget it. That we won't, and we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Whoa, I like your style. Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. Aye! Aw, we only get to stomp on a few of you? Fucking Barbossa, Leute. Und wir müssen jetzt tatsächlich gegen die originalen Piraten, also, ne? Von Fluch der Karibik kämpfen. Mit der richtigen Musik sogar. Ist das nicht fantastisch? Ja, Leute, nur beim Mondlicht können wir die nicht treffen. It's no use. We can't beat them. I, what do you expect? You best be saying your prayers. Hey, watch out! They can see you! Stay away from their magic! What for? Weren't you listening to me before? Hey, Pete, thanks for the tip. Tja, RIP! Das ist nämlich ihre wahre Gestalt. Ah, es ist zu gut, oder? Mit der originalen Fluch der Karibik-Musik. Ja, wenn Disney's nur mal den ganz genialen Film Fluch der Karibik macht, dann kann man den auch mal in Kingdom Hearts einbauen. Die Sache ist noch nicht vorbei. Chris. Wenn Carlo hier ist, dann heißt das, es gibt Arbeit für uns. Genau. Und der Piraten-Captain sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir ja einen kleinen Segelturn mit diesem Piratenschiff machen. Oder mit einem Piratenschiff machen. Ich mache nur Spaß. Diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten was von einem Medaillon. Das Medaillon. So, haben wir hier noch irgendwas? Offensichtlich nicht. Dann ab in die Stadt. Where are you taking me? Let me go! Well. Elizabeth! Stop! What are they? It's the Atlas! Watch out! We'll deal with them. Das ist so geil. Go. Take cover. Wow!
bei der Welt und Musik muss man doch mal was raus und Kingdom Hearts Hype, Dinnerus, danke schön für die Unterstützung. Ja, das ist einfach übelst geil. Okay, wir müssen ganz schnell auf diesen Typen hier gehen. Denn der macht hier ein Problem. Dankeschön für die Heilung. Dark Donald. Blut der Karibik ist auch definitiv einer der großartigsten Reihen überhaupt. Sehr beachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten, aber mit solchen Gegnern hatte ich es bisher noch nie zu tun. Orlando Bloom in Kingdom Hearts. Das ist ja mal mindblown, oder? Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher, ich bin Sora. Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will, wollen wir? Unbedingt, wir müssen schleunigst zu den Decks. Und wir können mit Orlando Bloom an unserer Seite kämpfen. Das ist einfach so, what the hell? Wollen wir da überhaupt hin? Warte mal. Ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Ah, hier, das war die Flucht der Karibik. Wenn die Herzlosen kommen. Es ist schon ein bisschen genial. Ein bisschen genial. Hier können wir Singe kaputt machen. Aha. Ein AP Plus. Hier gibt es eine Menge Kisten für uns. Da kann man sich schon mal verlaufen. So, hier kommen wir her, ne? Genau. Oh, nice. Pyrop-Tropfen. Geil. Einfach nur geil, Leute, oder? Oh no. Oh, die Piraten! Ich bin nicht schnell genug fürs Situationskommando offensichtlich. Schade, 140% Leben. Oh, 100. Ja, nice. Ah, das war der zweite Weg. Okay. Länger kämpfen. Ja, ich kann nichts dafür. We're too late. Rip? Huh? Those pirates kidnapped my swan and took her to their ship. Now they've sailed. And I'll never be able to find her. Then she's long gone. The Black Pearl is nigh uncatchable. Best find yourself another girl, mate. You? What are you doing aboard the Interceptor? She's off limits to civilians. Ah, fortunate that I'm going to commandeer her then. She'll make a fine pirate ship. A pirate? Captain Jack Sparrow, if you please. Take me with you. Help me hunt down the Black Pearl and save Miss Swan. I got you out of that jail cell, Sparrow. Do this, and your debt's repaid. You'll have to win Fair Lady's heart alone, mate. I see no profit in it for me. Come on, Captain. Are you sure you can sail her? All on your own? You've a point there. Thanks, Sparrow. Captain Sparrow. I'm Sora. This is Donald and Goofy. I'm Will Turner. That will be short for William, I imagine. No doubt name for your father, eh? Yes. Well then, Mr. Turner, you get us ready to make way. I have some effects to liberate. Aye, aye. But hurry! Naturally. Sora! You really want to be a pirate? Now, of course not.
What do you make of this Will? I don't know. We just met him. I think my luck's about to change. Es ist so, Leute. Captain Jack Sparrow an unserer Seite. Johnny Depp in Kingdom Hearts. Das muss man sich halt echt mal geben, Leute. Ne, wir brauchen definitiv Donald, weil der heilt und so. Unfucking fassbar. Items. Ganz kurz. Ja, durchgehen, damit wir hier wegkommen. Waisenform. Vermutlich werde ich die nicht nutzen. Kein Erbarmen. Defendership, bla bla blub. Goofy-Trombe. Oh, die Goofy-Trombe war immer toll. Irgendwann mal, Goofy. Irgendwann mal. So, Sora hat Reflekt ja gelernt. Stimmt. Pariert und reflektiert gegnerische Attacken. So, du bist ein Einzelkämpfer. Mach das mal hier ausgewogen erstmal. Waisenform, wie level ich die? Für jeden besiegten Herzlosen in der Waisenform erhalten wir Erfahrung. Okay. Hallo, Boschka. So, William Turner, wir müssen uns beeilen und Miss Swan retten. Seid ihr bereit zum Auslaufen? Ne, warte mal. Lass mich doch hier mal noch umgucken. Sieht so aus, als hätte Barbossa ganz schön gewütet in der Stadt. Wie auch immer, ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Das ist aber sehr nett. Ah ne, hier waren wir ja schon. Hier ist ja gar nichts mehr für mich zum Holen. Will ist ein Schmied und dieses Mädchen, das entführt wurde, ist die Tochter eines seiner wichtigsten Kunden. Wenn ihr mich fragt, er hat mehr von einem Schwertkämpfer als von einem Schmied. Der Pirat, der vorhin bei Carlo geredet hat, ist offensichtlich Barbossa. Es heißt, er macht von nichts Halt, um zu bekommen, was er will. Was das wohl sein könnte? Ja nun, ich bin bereit. Bloß weil ich sie für 100% leveln muss, heißt das ja noch nicht, dass ich sie immer benutzen muss. Jetzt so. You have your trinket. I'm of no further value to you. This is no trinket, Missy. This is cursed Aztec gold. One of 882 identical pieces. So geil, dass sie originale Zitate aus dem Film benutzen. Das ist so geil. I hardly believe in ghost stories anymore, Captain Barbossa. That's exactly what I thought. Buried on an island of dead, what cannot be found except for those who know where it is. Find it we did. There be the chest. Inside be the gold. And we took them all. We spent them and traded them and fritted them away on drink. And food and pleasurable company. The more we gave them away, the more we came to realize the drink would not satisfy, and food turned to ash in our mouths. We are cursed men, Miss Turner. Compelled by greed we were, but now we are consumed by it. How very sad for you. There is one way we can end our curse. All the scattered pieces of the Aztec gold must be gathered and restored to the stone chest. And the blood of every soul who touched a piece of the treasure must be repaid. Miss Turner, for 10 years we've searched every league of these waters, every town and village, preying on sailors and settlers alike. 881 pieces we found. But despaired of ever finding the last. All those years, you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas. We've endured torments worse than death itself. But now, thanks to ye, we have the final piece at last. When this medallion is restored to the chest, we'll be free to roam the seas as men. No longer will we be ghosts. And the blood that's to be repaid? That's why there's no sense to be killing you. Yet. Ah,
Es wird Zeit, an Geistergeschichten zu glauben. The moonlight shows us for what we really are. We are not among the living. And so we cannot die. But neither are we dead. I've suffered too long. You'd best start believing in ghost stories, Miss Turner. Ich liebe es so sehr. You see tonight. You're in one. You're in one. Das ist so geil, ich liebe es so sehr. Oh, und die originale Szene aus dem Film. Es ist einfach so geil. Es ist so perfekt, Disney. Es ist so perfekt. Wenn du unseren Kurs ändern willst, warum fragst du da nicht einfach? Ist aber bestimmt eine ganz schöne Arbeit, um so ein Schiff zu steuern. Und diese Wellen, ja, Donald, ist halt nicht so einfach. Und dieser Glocke verkündet man wohl, wie spät es ist. Wenn du erschöpft bist, kannst du dich unten im Laderaum ausruhen. Selbst wenn wir angegriffen werden, sollten wir dort in Sicherheit sein. Oh, Goofy, du hast echt keinen Film gesehen, oder? Ich sah aber einmal mit Jack gekämpft. Er wurde danach ins Gefängnis gesteckt. Es ergab sich dann zwar, dass ich ihn befreite, aber er ist und bleibt ein Pirat durch und durch. Bitte auch direkt mal reingehen, ich möchte mal speichern. There we go. Kettenwächter. Oh, das ist neu. Genauso wie die Siegesglocke. Oh. Eigentlich like ich das ein bisschen. Nee. Sparen wir uns mal. Dieses Spiel zu kaufen, mit fucking 6 Spielen drin, beziehungsweise 4 Spielen und 2 Filmen, ist eine der wahrscheinlich besten Investitionen, die man aktuell auf der PlayStation 4 machen kann. So viel steht fest. Ihr wollt der Black Pearl hinterher, oder? Dann genug mit dem Palaver, los geht's. So, vom Port Royal ab zur Black Pearl. Oh no! Ach, guck mal, die Fliegertypen aus Kingdom Hearts 1. Die kamen an Bord von Captain Hooks Schiff auch zum ersten Mal vor. Warum seid ihr so auf diesen Kompass fixiert? Dieser Kompass wird uns zu Isla de Muerta führen. Dorthin ist auch dieser Barbossa unterwegs. Klar soweit? Woher weißt du das? Nun, mein Freund, er und ich hatten es einst auf einen Schatz abgesehen. Aztekengold. Es war versteckt auf der Insel, beziehungsweise auf der Isla de Muerta. Aber er hinterging mich und stahl mein Schiff. Dann ist er immer noch hinter diesem Schatz her. Der Schatz ist bereits sein. Und sein ist auch der Fluch, mit dem der Schatz belegt war. Ich habe kein Interesse an solch trügerischem Luxus, aber ich werde mir zurückholen, was mir gehört, die Black Pearl. Ihr Jungs, wartet hier. Der junge Miss Turner und ich werden das Fräulein befreien. Hey, und was sollen wir hier machen? Ihr werdet natürlich das Schiff beschützen. Diese Aufgabe wird nur an die mutigsten Piraten vergeben. Gut, alles klar. Dass ihr sie mir gut beschützt. Wollen wir? Ja, tolle Aufgabe, wa? Ich schätze, er wollte uns nur nicht dabei haben. Und du bist drauf eingegangen. Wo bleiben die zwei denn nur? Sie lassen sich wirklich ganz schön Zeit. Wenn Carlo in der Gegend ist, dann müssen dort auch Herzlose sein. Und Jack und Will sind es nicht gewohnt, gegen Herzlose zu kämpfen. Wir sehen besser nach ihnen. So. Sparrow ist raus, Donald Goofy drin.
last piece that went astray, we have returned, save for this. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. Ah, Isla de Muerte. Unglaublich, dass wir Male Kingdom Hearts auf so einer Insel spielen. Das ist unglaublich. So, Heartless. Aber gleich. There we go. Abwehrkraft und Feuerboost. Okay. Aber nur krass, wie viele Abilities man hat in dem Spiel. Ein Finsterkristall. Und ein Lunasplitter direkt hinterher. Hallo, Alte, grüß dich. Vitrillsplitter. Oh, befreit. Quick, they're after us. We'll hold them off. Give us a sign when the ship's ready to sail. Right. We'll light the signal fire. Na dann, verteidige dich eine Minute lang. Ah, ich hätte das kontern können. Das wusste ich natürlich nicht. Jetzt weißt du Bescheid, warum man sich hier eine Minute lang verteidigen muss. Auf zu den 100% Change, das ist es. Genau das wollen wir machen. Vielen Dank für den 21. Sub in Folge. Okay, der Konter war nice. Kriegt man bestimmt irgendeine Belohnung, wenn man die tötet in der Zeit, oder? Ne, da kommt unendlich. Okay, never mind. Nur ein bisschen Erfahrungspunkte wohl sammeln. The signal.